So, hier kann man sehr schön sehen, wie man es damals gemacht hat, dass man also kreuzungsfrei quasi die Bahn man hat quasi die Bahn kreuzungsfrei und ja, das ist wirklich sehr interessant. Das ist quasi dann die oberirdische U-Bahn-Station. Ja, so komplett nach U-Bahn-Kriterien gebaut. Natürlich, aber ja, es gibt eben keine Kreuzung mit dem Individualverkehr. Und das war ja auch in den 70ern so gewünscht. Dann gibt es noch eine Umsteigemöglichkeit zur Straßenbahn. Und ansonsten verkehrt die Bahn hier komplett kreuzungsfrei als Voll-U-Bahn. Und hier die Umsteigemöglichkeit zur Tram. Sehr schön. Sehr schön. Immer wieder finde ich erlebenswert, wie man in den 70ern quasi das komplett voneinander trennen wollte. Also, ja, und das auch dann gemacht hat mit den ganzen Tunnelstrecken. Ja, die Straßenbahnhaltestelle. Die sind etwas spartanischer ausgestattet. Ne? Aber wie gesagt, das Ziel ein eine kreuzungsfreie Voll-U-Bahn zu erreichen, hat man auf jeden Fall in die Tat umgesetzt. Ja, sowas finde ich immer beschissen, weil die Fußgänger laufen ja weiter. Die bleiben ja nicht stehen. Ja, hier ist dann die Auffahrt zur A40. Wie gesagt, das alles sehr stylisch gemacht hier. Also diesen Aufwand mit der Kreuzungsfreiheit hier und als U-Bahn auszubauen, ist schon bemerkenswert.